Hey Leute, willkommen zu nur schon 13. Part von Elite Smash Challenges. Heute stelle ich mich der Mask Challenge, und zwar habe ich mir die selbst erfunden. Und es geht einfach nur darum, dass ich folgende Charakter in Elite Smash spielen muss und am Ende einfach mehr gewinnen muss als, ja, verlieren. Sollte, glaube ich, relativ verständlich sein. Und zwar, da die Challenge ja Mask Challenge heißt, darf ich heute nur Charakter spielen, die Masken tragen. Aufgrund der aktuellen Situation, ja, muss man ja überall eine Maske tragen, wenn man eben rausgeht. Kann sein, dass es in den nächsten Wochen sogar behoben wird, ne? Also dass wir das dann nicht mehr tun müssen, dass die Regelungen halt gelockert werden. Und deswegen dachte ich mir, bevor das geschieht, werde ich diese Challenge auf jeden Fall noch raushauen. Und zwar sind die Charakter folgende. Wir haben zum einen Inkling, aber nur diesen Skin hier. Man sieht es ja direkt, trägt eine Maske. Dann haben wir Sheik, hat zwar einen Schal, aber ja, sie trägt sie quasi so wie eine Maske über die Nase, deswegen kann ich das auch noch gelten lassen. Dann haben wir Junior, der trägt hier jetzt seine Maske zwar leider nicht übers Gesicht, aber in einigen Spielen hat er das schon getan und deswegen dachte ich mir, passt das eigentlich auch ganz gut. Dann natürlich Meta Knight, der trägt einfach eine komplette Gesichtsmaske. Und zum Schluss haben wir noch zwei Charakter, die Helme tragen, und zwar, wie man hier schon gut sehen kann, Samus. Dark Samus werde ich nicht sehen, weil ist ja im Prinzip ja nicht der gleiche Char. Und dann noch Onima, der trägt einfach so ein richtiges, so eine richtige Glashülle halt. Genau, das wäre es jetzt eigentlich schon, und ich würde sagen, wir beginnen am besten mit dem, der eigentlich am nächsten an einer richtigen Real-Life-Maske dran ist. So sehen auch die Leute aus, die draußen rumlaufen. Also zumindest einige sehen so aus. Und jo, dann würde ich mal sagen, let's go. Eine wichtige Sache habe ich noch vergessen. Ich muss natürlich auch geschützt sein gegen alle möglichen Cancer-Charakter, denen wir hier in Elite Smash begegnen können. Okay, ich hoffe auf jeden Fall mal, dass mir meine Maske nicht so viel Probleme macht. Denn zum einen, wie man vielleicht schon hören kann, meine Stimme ist halt an sich ja nicht so wirklich stark. Kommt deswegen auch nicht allzu krass durch die Maske durch. Ich hoffe, man versteht mich relativ gut, sodass es auch wirklich hier für ein Video passt. Und genau, zweites Problem ist natürlich, ich musste meine Brille jetzt so ein bisschen über die Maske drüber ziehen, damit die nicht beschlägt, während ich atme oder rede. Und ja, während einem Match durch die Bewegung und generell durchs Reden kann es sein, dass sich die Maske halt so verschiebt, dass meine Brille dann doch beschlägt. Deswegen bin ich ja mal gespannt, ob ich hier auch noch von meiner Maske so ein bisschen behindert werde und nicht nur von den Charakteren, die ich zocken muss. Aber ich denke auch, um ehrlich zu sein, mit Inkling sollte es noch relativ fit gehen. Ist ja jetzt auf jeden Fall nicht so unbedingt einer meiner schlechtesten Chars. Aber habe ich auch schon ewig nicht mehr gezockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und oh mein Gott, wie bin ich gerade gestorben? Bei wie Prozent? Ja, da konnte er, glaube ich, auch nicht viel machen. Das war ziemlich gut von mir. Alter, übertreib halt. Das war mal ein Gimp. Der kommt nicht mehr weg. Doch, kommt der. Scheiße, Mann. Als ob der da einfach einen Upsmash raushaut. Ja, das war ganz gut. Das auch. Yes, das killt sogar. Okay. Komm, ich habe noch eine Chance. 2 Minuten 15. Und da muss ich jetzt irgendwie gekillt bekommen. Backthrow? Nee. Aber jetzt ist meine Chance. Der ist tot, oder? Sag mir, er ist tot, bitte. Er ist nicht tot. Die Bombe ist safe, ja. Aber mein Backthrow, komm. Oh, du musst jetzt doch bitte sterben, Alter. Das kann doch nicht sein. Stirb, Mann. Nope. Alter, diese Bombe. Die hat dich schon wieder gesaved. No fucking way. 177%. Alter, 188%. Nee, nee, nee. Hm, das war's. Vorbei. Der muss jetzt sterben. Komm schon. No, und dann werde ich so gekillt, weil ich offstage gehen will. Das kann nicht dein Ernst sein, Junge. Der ist einfach nicht gestorben. Inkling sackt, Alter. So, als nächstes spiele ich Sheik. Die Frage ist, ob ich mit Sheik genau das gleiche Problem haben werde. Denn wer meinen alten Streams kennt, der weiß doch ganz genau, mit Sheik kann ich die Kombos ganz gut. Aber wenn es ums Killen geht, ne, dann struggle ich ewig. Aber ich meine, ich habe hier als Gegner einen Kirby. Deswegen vielleicht ist das hier das Blessing. Weil Kirby, naja, den kriege ich ja easy gekillt. Ne? Ich glaube, das sollte kein Problem sein hier. Außer sowas passiert, ja. Ich darf mich natürlich auch nicht denken lassen. Ja, ist ja noch alles gut. Halt ihn schön fern. Schon wieder die Sabi. Nice. Oh, nice gecatcht. Ja, eben das meinte ich. Gegen Kirby sollte es einfach sein. Das heißt, ich glaube, irgendwer möchte gerade, dass ich mit Cheek zumindest mal gewinne. Oh, schade. Hätte fast was werden können. Okay. Oh, fast noch bekommen.
Ja, das habe ich gewusst. Oh, das Movement, habe ich das gesehen. Okay, das war sick. Damn, nice grab. Brauche mehr Damage, Mann. Ich kann doch nicht gleich sterben. Ah, das war übertrieben. Aber ich schaff's noch. Nice. Weiter. Immer weiter, Mann. No, was mache ich da? Fuck, Alter. Ah, ich wusste gerade nicht mehr, wo ich war. Oh, der Read war super. Der Read war wunderschön. Das aber nicht. Ich lass mich jedes Mal davon treffen. Oh, komm jetzt. Ich habe ihn die ganze Zeit killen können. Und jetzt willst du mir wirklich sagen, dass ich jetzt gerade struggle. Oh, fuck, Mann. Es geht zu lange. Es geht viel zu lange. Da, komm. Yes! Du Opfer, Alter. Das funktioniert halt nicht tausendmal, wenn er die Abni macht, Mann. Let's fucking go. Okay, es steht jetzt 1-1. Ich habe, glaube ich, noch drei weitere Charakter, die ich spielen muss. Entweder werde ich sie jetzt komplett verkacken. Oder ich werde jetzt endlich mich mal zusammenreißen. Und hier nicht immer bei den Kills strugglen, Alter. Mit Inkling nicht gekillt, mit Cheek nicht gekillt. Das kann so nicht weitergehen, Mann. Habe jetzt als nächstes übrigens Meta Knight. Mit dem sollte ich doch bestimmt ein paar nice Edgeguards hinbekommen. So schwer wird das bestimmt nicht. Na, shit. Und, oh, natürlich. Daran hab ich gar nicht gedacht. Ich dachte, das wäre jetzt die beste Option, einfach zu probieren, ihn da zu treffen, weil er es eh nicht punishen kann. Ah, das war so schlecht. Ja, ich wollte eigentlich immer seinen Jump catchen, weil das haut ihn ja richtig weit offstage, aber es funktioniert irgendwie überhaupt nicht. Meta hat auch nur gefühlt so einmal am Anfang gespielt und dann nie wieder. Jetzt einfach eine nice Combo oder so und dann geht doch alles wieder. Okay. Vor allem, wenn er so einfach so dasteht, aber ja. Rest in Peace Meta, würde ich sagen. Einfach nicht mehr true. Dafür war das hier, so wie es aussieht. Holy shit, ich habe den extrem früh gekillt. Ne, das kriegst du auf jeden Fall nicht hin. Das aber schon. Ich bin dafür irgendwie nie ready, Mann. Oh mein Gott, als ob. Ah, shit, ich bin noch extra gejumpt und dann kriegt er natürlich Zack. Fuck. Meine Edgeguards zacken einfach. Yes. Fuck. Als ob ich nicht mal treffen kann bei der Abi. Oh mein Gott, no. Als ob. Scheiße, Mann. What the fuck? Wie früh bin ich da bitte gestorben? Okay, dazu sagen wir einfach mal nichts. Wir machen einfach ganz normal weiter. Nächster Charakter ist Junior. Und wir haben noch drei weitere Versuche. Es steht 2-1. Ich frage mich ganz ehrlich, wie ich das so schaffen soll. Ich habe Junior, Onima und Samus. Mit Samus werde ich safe gewinnen, so. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Da bitte glaubt keiner eine Chance haben in Elite Smash. Aber Bowser Junior spiele ich nie. Onima spiele ich erst recht nie. Also ich glaube, das war's. Oh, die shit. Vor allem, wenn ich hier so Mario bekomme, der mich zu Tode kommt oder was? No way! Warum hat die Side-B mich da jetzt gekillt? Another one. Nicht schon wieder, Mann. Kann doch nicht dein Ernst sein. Ah, fuck, ich sacke richtig hart mit Junior. Ich treffe den nicht mehr. Yo, wahrscheinlich fliegt er da einfach raus. Oh mein Gott. Okay, let's go. Jetzt Comeback. Auf geht's, Mann. Fuck. Okay, wir haben ein kleines Problem. Und zwar habe ich nur noch Onima und Samus. Und es steht gerade 3-1. Heißt, selbst wenn ich mit Onima und Samus gewinne, ist es nun unentschieden. Ich kann die Challenge also gar nicht mehr gewinnen. Aber ich würde sagen, wir probieren jetzt das Unentschieden zu bekommen, damit wenigstens meine Ehre nicht komplett genommen wurde von allen Spielern hier. Weil, Alter, ich wurde noch nie so schnell so leicht salty. Das ist echt unglaublich, Mann. Ah, warum suck ich so sehr mit allen Charakteren außer Samus? Das ist echt unnormal. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich mit Onima hier irgendwie ein bisschen, ja, die Brokenness von Onima nutzen kann. Falls nicht, war es das nämlich schon. Wenn ich jetzt mit Onima verliere, könnte ich natürlich Samus spielen, so, aber dann habe ich die Challenge so oder so verloren.
Dann kann ich nur noch das nicht mehr so ganz so schlimm aussehen lassen, aber ja, das ist schlimm auf jeden Fall. Die Challenge läuft gar nicht gut. Was war das? Was habe ich da gemacht? Was habe ich mir dabei gedacht? Was? What the fuck, Alter? Oh mein Gott, Alter, no! Ey, komm, der muss jetzt sterben, Mann. Let's go, okay. Alter, als ob der die Abi einfach so genutzt hatte von Ground aus, Mann. Das hat so viel Range. Oh mein Gott, lass mich hier raus. What the fuck? Warum sind die auch heute alle so gut hier? Was ist da los? Ey, ich werde richtig zerfetzt. Ich kann nichts machen. Gar nichts gerade. Let's go, Junge. Komm, jetzt aber Comeback hier. Bitte. Aber man es gar nicht kann. Wahrscheinlich, ne? Ah, ich sacke komplett, meine Freunde. Ich sacke richtig hart, Alter. So, das letzte Match natürlich mit meinem Main. Aber ja, es steht es 4-1. Das heißt, selbst wenn ich mit Samus gewinne, habe ich zwei mehr verloren als gewonnen. Das heißt, Challenge ist automatisch ab hier sowieso schon vorbei. Jetzt geht es einfach noch darum, den letzten Zart zu spielen und nicht so aufs Maul zu bekommen wie bei allen anderen Matches. Ich weiß nicht genau, was heute los ist, aber Elite Smash, ja, da sind gerade echt richtig, richtig starke Leute unterwegs. Ich dachte mir so, selbst wenn ich nicht mein Mensch spiele, wird das was, ne? So Inkling oder sowas, aber nee, einfach überhaupt nicht. Ich wurde richtig weggebadet, Alter. Hallo? Jo, danke auf jeden Fall dafür, ne? Finde ich immer richtig nice. Oh mein Gott, das war so wunderschön. Ey, würde ich nur alle anderen Chars auch so gut spielen, das wäre wirklich wunderbar. Vor allem für YouTube und so, aber nee, natürlich muss ich einfach mit jedem anderen Char komplett reinzacken. Damn, ich wurde nicht mal gespiked davon. You take those. Was ist das für ein Edgeguard gerade gewesen, Alter? Holy shit. Ey, keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung, warum ich wirklich keinen anderen Char so spielen kann wie Samus. Aber ihr habt es, glaube ich, gerade gesehen. Definitiv mein Main komplett destroyed. Und damit würde ich sagen, war es das. Leider steht es 4-2, also 2-4, wenn man es so sehen möchte. Ich habe die Challenge verkackt, aber ich hatte trotzdem Spaß, bin salty geworden und so weiter. Und ja, ich würde mal sagen, wie immer, danke fürs Zuschauen. Tschüss an alle und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Haut rein, Leute. Ciao.